Ich bin krank am Grau der Dächer, am Staub und Schmutz. Krank am Streit hinter den viel zu kleinen Fenstern und an der Verschlagenheit in den alten Gesichtern der Kinder. Da ist nicht Licht, nicht Hoffnung. Da sind die Flüche der Betrunkenen, die sich gepackt fühlen von den steinernen Krallen dieser Stadt. Da ist kein Weg, der ins Freie führt. Und keine Vertrautheit zwischen den Menschen. Aber Hetze und Angst. Graul, Elisabeth, geboren und aufgewachsen in Erfurt, 1945 bis 1948, Musikstudium in Weimar, dann Berlin, 1951 verhaftet wegen angeblicher Spionagetätigkeit gegen die DDR, quälende Monate der Untersuchungshaft, mit 23 Jahren vom obersten Gericht der DDR, zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Ehemals politischer Häftling im Zuchthaus Hoheneck. Tatsächliche Verbüßung der Haftstrafe. 10 Jahre und 10 Monate. Entlassung 1962. Jahrzehnte später. Elisabeth Graul, eine Schriftstellerin auf Spurensuche. Erinnerungen an die Zeit vor der Verhaftung. Es war ja gerade die Diktatur des Dritten Reiches überwunden und nun sollte ja Besseres geschehen. Und wir waren jung und voller Ideale und wollten dazu beitragen, dass das Bessere geschehen würde. Unterwegs nach Berlin, Hohenschönhausen, der Entschluss zu dieser Fahrt fiel schwer. Vor 50 Jahren wurde Elisabeth Graul gezwungen, diese Fahrt anzutreten. Damals in der winzigen Kabine eines Gefangenentransporters. Eine Art Lieferwagen. Drinnen 6 kleine Kabinen. In die 2. von links werde ich eingeschlossen. Ein harter Klappsitz. Unmittelbar über dem Kopf das Blechdach. Vor den Knien die Kabinenwand. Eine winzige, von außen verschließbare Luftklappe in der Tür. Die Fahrt beginnt. Draußen höre ich die 12 Schläge einer Turmuhr. Die Posten reden Belangloses, rauchen. Der Qualm zieht durch die Luftklappe in meine Kabine. Du musst hier lebendig wieder herauskommen, sage ich mir. Du musst das überstehen. An meiner vorderen Wand kratzt etwas. Dann folgt ein leises rhythmisches Klopfen, das ich erwidere. Wie viele mögen hier in dem Kasten sitzen? Plötzlich schlägt der Posten gegen die Tür. Hören Sie sofort damit auf. Ich habe schon im Oktober 1945 mit dem Musikstudium angefangen. Ich hatte eigentlich ganz andere Pläne, die aber durch die Krebserkrankung meiner Mutter nicht zu realisieren waren. Und da meine Klavierlehrerin schon immer wollte, dass ich Musik studierte, habe ich das dann auch getan. Habe am Erfurter Konservatorium mit dem Musikstudium Hauptfach Klavier angefangen und habe das dann später an der Hochschule in Weimar fortgesetzt und zu allerletzt in dem entscheidenden Jahr in West-Berlin. Das war eine legale Geschichte. Damals konnte man noch den Hauptwohnsitz in der DDR haben und den zweiten Wohnsitz in West-Berlin. Und ich wurde eines Tages von einer Studienkollegin angesprochen, ob ich an einer Widerstandsbewegung von jungen Deutschen teilnehmen würde. Ich hatte eine Verbindung zu einem ehemaligen Studentenratsmitglied von Halle, der sich in Halle schon abgesetzt hatte und an der FU in Berlin war. Mein Vetter, der in Hannover beheimatet war, hatte einen Schulfreund.
Dieser studierte angeblich in Berlin Architektur, war aber in Wirklichkeit damit befasst, einen Widerstandskreis im Osten aufzubauen. Irgendwann hält der Wagen wieder. Ich sehe vor mir eine Art Rampe an einem roten Backsteingebäude. Ich torkle darauf zu, werde oben in Empfang genommen und in eine Auffangzelle geführt. Ziehen Sie sich aus. Was soll ich? Ich erstarre und rühre mich nicht. Sie sollen sich ausziehen. Mir stürzen die Tränen aus den Augen. Ich fühle mich entsetzlich gedemütigt. Die Hauptorganisation war der Bund Deutscher Jugend. Der hatte ihren Hauptsitz in Frankfurt am Main. Der Gründer dieses Bundes Deutscher Jugend war Paul Lüth und noch einige andere, die da im Vorstand waren. Und Wolfgang Kaufmann initiierte diesen östlichen Widerstandskreis unter Anleitung der westlichen Leute, die aber weit vom Schuss waren und uns dann eben auch zum Teil Anweisungen erteilten, die dann nicht zu realisieren waren, die uns extrem gefährdet haben. Anfangs stehe ich unter Schock von diesem schrecklichen Transport von Weimar nach Berlin. Sie bringen mich in den Keller. Auch der BDJ ist schon eine etwas dubiose antikommunistische Kampforganisation, die von Paul Lüth in der Bundesrepublik gegründet wurde, zu deren Personalstamm ehemalige Wehrmachtsangehörige, auch ehemalige SS-Angehörige zählten. Man hat ja für die DDR eine eigene Gruppe gebildet, der sogenannte Widerstandskreis der Jugend der Sowjetzone, zu der auch Elisabeth Grauel Kontakt hatte, in der sie mitgearbeitet hat. Aber das beschränkte sich nicht vorrangig auf Propagandasachen. Ich war mit manchen Slogans oder mit manchen Ansichten derer, die ich dort in Berlin kennenlernte, nicht einverstanden. Aber das waren hier für mich Leute außen. Ja. Und dann kriegte ich mit der Zeit mit, dass da Rechtstendenzen stattfanden, dass da auch ehemalige Nazis also drin waren. Es dauert aber lange, bis man die Gefahr erkennt, weil man ja nun erst mal froh war, dass man eine Stelle hatte, wo man etwas gegen die DDR tun konnte. Und bis man dann sich von der Illusion löst und also ziemlich deutlich erkennt, was da läuft, das dauert eine Weile. Wir waren in die Hände von Leuten gefallen, die unseren Idealismus schlichtweg missbrauchten. Und das war nach der Verhaftung dann natürlich sehr bitter. 3,5 Schritte hin, 3,5 Schritte zurück. Aus einem Entlüftungsschacht in der Decke kommt Kellermief. Die schwache Funzel über der Tür brennt Tag und Nacht. Es ist eiskalt. Ich habe Hunger. Sie haben ein Mitglied unserer Gruppe, der in Ost-Berlin studierte, den haben Sie beobachtet, der hatte Verbindung nach West-Berlin. Und als Sie dann fürchten mussten, er würde sich absetzen nach West-Berlin, haben Sie einfach zugegriffen, haben ihn verhaftet. So, und der hat dann zwei Namen genannt unter diesen Stasi-Umständen. Und diese zwei haben also wieder Namen genannt. Nachdem sich die Sicherungskräfte überzeugt hatten, dass sich in den links und rechts neben der Mansardenwohnung des Revisor befindlichen Bodenräumen keine Personen aufhielten und aus seiner Wohnung keine Geräusche zu vernehmen waren, betraten die über Funk verständigten und für die konspirative Durchsuchung eingesetzten Kräfte das Wohnhaus. Der Spezialist öffnete mittels Nachschlüssel das Buntbartschloss um 9.10 Uhr. Da das obere Sicherheitsschloss nicht verschlossen war, verlief der Schließprozess schnell und ohne Komplikationen. Die Durchsuchungskräfte überzeugten sich, dass sich niemand in der Wohnung aufhielt und schlossen die Wohnung von innen ab. Die Sicherungskräfte verblieben auf ihren Posten außerhalb der Wohnung. Am 1. Juni, als ich nach Hause kam,
waren 4 oder 5 Stasi-Beamte in meiner Wohnung und nahmen mich mit. Und da klingelte einer, nicht? Und erzählte mir, mein Freund säße draußen im Auto und ich möchte doch mal mit rauskommen, wir müssen sofort nach Berlin, es wäre was passiert. Und dann stand der schnell ein Zweiter neben mir und die rissen die Tür eines EMW auf. Steigen Sie bitte ein, Sie haben sich zu erkennen gegeben. Es war also eigentlich eine glatte Entführung. Die Vernehmung beginnt exakt, als Schlafengehen ausgerufen wird. Wer hat Sie angeworben? Ich war in Hannover. Dort habe ich den BDJ kennengelernt. Wie heißen die Mitglieder des Berliner Sekretariats? Kenne ich nicht. Welche Aufträge hatten Sie? Wen haben Sie geworben? Wo haben Sie spioniert? Ich habe keine Spionage betrieben. Wir haben Zeit. Schlafen Sie nicht. Ich hocke in einer Ecke und bin müde. Er behält mich die ganze Nacht da. Als die anderen geweckt werden, bringt man mich in die Zelle zurück. Ich darf mich nicht hinlegen. Als mir im Sitzen die Augen zufallen, tritt der Posten mit den Stiefeln gegen die Tür. Schlafen Sie nicht, Sie wollen wohl stehen. Mir ist übel vor Erschöpfung und Müdigkeit. Das Gelände, auf dem dann später die Untersuchungshaftanstalt des MFS installiert wurde, war in der Nazizeit ein Gelände, in dem eine Großküche betrieben wurde. 1946 wurde dann das Gelände genutzt vom sowjetischen Geheimdienst NKWD als Haftanstalt. In dieser Zeit wurden dort auch die Zellen im Keller gebaut, diese Dunkelzellen, in die kein Tageslicht hineinkam. Und 1951 übernahm dann das Ministerium für Staatssicherheit das Gelände und die schon gebauten Zellenanlagen als eigene zentrale Untersuchungshaftanstalt. Und als es dann wieder am nächsten Abend hieß, schlafen gehen, wurde ich das zweite Mal geholt, wieder die ganze Nacht durch, da konnte ich mich schon kaum noch auf dem Hocker halten. Welch eine Art von Folter. Ich kann nicht mehr denken, mir ist schwindelig und schlecht. Wenn Sie nicht reden wollen, wir haben Zeit. Stereotyp. Es ist zum Wahnsinnigwerden. Ich werde euch keinen ans Messer liefern, denke ich, mit aller verfügbaren Kraft. Ja, das MFS hatte zwei Linien, die sich um diesen Bereich kümmerten. Das war einmal die Linie, die für die Haftanstalt und Strafvollzug zuständig war. Und die zweite Linie war die Untersuchungsabteilung des MFS, die die Vernehmer stellte. So waren in erster Linie Arbeiter, die man rekrutierte, was sich dann auch in der Altersstruktur des MFS-Personals zeigt. Und diese jungen Arbeiter, die da schnell rekrutiert wurden, hatten natürlich keinerlei kriminalistische Erfahrung, keine Erfahrung in Vernehmungstechniken wie ein alter, gestandener Kriminalist. Und ich denke, es führt begründet mit die in vielen Häftlingsberichten geschilderte Brutalität dieser Vernehmung auch. Ich habe Ihre Lügen satt, sagt mein Vernehmer scharf und fordert mich zum Mitkommen auf. Sie werden schon sehen, was Sie davon haben. Was kommt jetzt? Mich fasst das blanke Entsetzen. Mein Magen schmerzt, mir ist furchtbar übel. Der Vernehmer öffnet eine Tür. Hinter einem Schreibtisch kommt ein jüngerer Mann hervor, feixt mich an und sagt, »Na, Graulchen, wie steht's denn mit der Wahrheit?« Er stellt mir einen Stuhl hin und bleibt vor mir stehen. Selbstverständlich ging es darum, den Untersuchungshäftlingen erstmal das Gefühl absoluter Ohnmacht und Machtlosigkeit zu geben. Dann war nach sowjetischem Modell das Geständnis der Höhepunkt eines jeden Prozesses. Wie standen Sie zu Wolfgang Kaufmann? Wir waren befreundet. Wie befreundet? Sie hatten doch ein Verhältnis mit ihm. Sagen Sie, dass Sie ein Verhältnis mit ihm hatten. Ja. Und die anderen in Ihrem sogenannten Sekretariat, hatten Sie mit denen auch was? Nein. Tun Sie nicht so dumm. Namen, Namen. Ich weiß nur die Spitznamen. Lügen Sie nicht. Er wendet sich ruckartig ab, geht 2, 3 Schritte und sagt dann mit süffisantem Grinsen, wenn Sie nicht reden wollen, dann erzählen Sie uns mal ganz genau, wie Sie zum ersten Mal mit Uli ins Bett gegangen sind. Ich starre auf den Boden und merke, wie sich mein Magen hebt. Ich würge, presse die Hand vor den Mund. Raus, schreit der Kerl, die kotzt mir noch den Teppich voll.
Und da war also schon der Punkt erreicht. Schlafentzug ist ja tödlich, nicht? Nach relativ kurzer Zeit. Nach einiger Zeit dieser ständigen nächtlichen Vernehmung machte mein Kreislauf nicht mehr mit. Ich wurde dann also in die Zelle getragen und habe etwas ganz Eigenartiges erlebt. Ich verlor das Empfinden meines Körpers. Ich schwebte also körperlos, nur Geist in der Zelle. An sich ein herrliches Gefühl. Völlig frei vom Körper. In der Nacht ist das Gitter zweimal da. Die Lampe auf dem Hof wirft es an die Wand. Und die Lampe verlöscht nicht. Ich liege still und kann mich nicht befreien von diesen Stäben. Ich liege still und denke jedes Wort, das du am Tage durch das Gitter sagtest. Und glaube manchmal, vor deinen Händen müssten diese Stäbe sein wie Halme. Vor deinen Händen, die dein Leben tragen. Ich liege still und bin ein Warten nur, dass du die Halme auseinanderbreitest und vor mir stehst. Bereit, das Wunder zu vollbringen. 7 Monate in einem Untersuchungshaftkeller unter der Erde. Endlose Verhöre. Immer wieder Fragen, die schon längst geklärt waren. Zermürbend. Tag für Tag. Stunde für Stunde. Jeder Angeklagte sollte den Text auswendig kennen, den er schließlich dem obersten Gericht der DDR vorzutragen hatte. Auszug aus dem Protokoll der Hauptverhandlung. Erster Verhandlungstag, Montag, den 18. Februar 1952. Vorsitzende Frau Dr. Benjamin. Die Sitzung des ersten Strafsenats des obersten Gerichts der Deutschen Demokratischen Republik ist eröffnet. Es wird verhandelt, die Strafsache gegen Fischer und 11 weitere Angeklagte. Dazu gehörte Otto Kuckel, mit dem ich vorher schon gute Kontakte hatte. Und die Geschwister Höfer aus Weißenfels, denen ich also Flugblätter und dergleichen gebracht hatte. Aber viele andere habe ich vor Gericht das erste Mal gesehen. Vorsitzende, wir fahren in der Vernehmung der Angeklagten fort. Angeklagte Graul, treten Sie hier vor. Geben Sie uns zunächst ganz kurz Ihren Lebenslauf. Hilde Benjamin ist in einem gut bürgerlichen Haushalt aufgewachsen. Ihr Vater war leitender Angestellter in den Solvay-Werken in Bernburg. Sie entscheidet sich dann 27 in die KPD einzutreten und verliert, als die Nazis die Macht ergreifen, 1933 ihre Zulassung als Anwältin. Und schließlich wird ihr Mann Georg Benjamin 1942 im Konzentrationslager Mauthausen ermordet. Das ist natürlich eine fürchterlich bittere Lebenserfahrung, die Frau Benjamin machen musste. Nach 1945 wird sie dann zunächst Staatsanwältin in Berlin-Steglitz, also im amerikanischen Sektor, bekommt dann aber 1946 eine zentrale Rolle in der Deutschen Zentralverwaltung für Justiz. Und mit Gründung des Obersten Gerichts der DDR wird sie dann zur Vizepräsidentin des Obersten Gerichts berufen. In dieser Rolle führt sie dann eine ganze Reihe berühmt-berüchtigter Schaufprozesse, unter anderem ja auch als Vorsitzende Richterin im Prozess gegen Elisabeth Graul. Und in der Zeit, in der ihre verbrecherische Intensität am größten war, in der haben sie täglich
diese positiven Beispiele des Aufbaus vor sich gehabt. Das hätte genügen müssen, alle diese Einflüsse zu überwinden, wenn sie nicht diese geschworenen Feinde unseres Staates gewesen wären. Vorsitzende, Angeklagte Graul, wo wurzelt denn Ihre Einstellung? Eingepflanzt durch den BDJ? Angeklagte, ich hatte mir versucht, eine eigene Meinung über die Dinge zu bilden. Ein wesentlicher Punkt war für mich zunächst, dass ich nach 1945 sehen musste, wie wiederum Menschen verhaftet wurden, wie viel Menschen verschwanden. Vorsitzende, Kriegsverbrecher, aktive Nazis wurden verhaftet. Es war eine hochintelligente Frau, eine überzeugte Kommunistin, die sich als Lebensziel gesetzt hatte, eine bessere Gesellschaftsordnung einzurichten. Aber dass das nicht mit Hass geht, das hat sie vielleicht ihr Leben lang nicht begriffen. Der Ankläger war Generalstaatsanwalt Dr. Ernst Mehlzheimer, der sich in der Qualität nicht mit Frau Dr. Hilde Benjamin nahm. Augen auf für alle! Möge das schaffende Volk der Deutschen Demokratischen Republik seine Wachsamkeit verdoppeln und verdreifachen. Das soll aus diesem Prozess gelernt werden. Mehlzheimer bekam im Kaiserreich das Eiserne Kreuz zweiter Klasse. In der Weimarer Republik ging er ohne Auszeichnung aus. In der Nazi-Diktatur erhielt er eine Treue-Medaille des Führers und in der DDR erhielt er schließlich den Vaterländischen Verdienstorden. Ein Mann also, der es gelernt hatte, unter vier politischen Systemen gut zu überleben und Karriere zu machen. Auszug aus dem Plädoyer von Generalstaatsanwalt Dr. Mehlzheimer. Graul Elisabeth. Besonders schwer fällt die Tatsache ins Gewicht, dass sie Mitglied des BDJ gewesen ist. Es ist die Haltung einer Frau, die ihr narzisstisches Gift noch nicht aus ihrer Seele zu entfernen vermocht hat. Vorsitzende, ich bitte für die Verkündung des Urteils die Öffentlichkeit herzustellen. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Wegen fortgesetzten Verbrechens gegen Artikel 6 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik und Abschnitt 2, Artikel 2a 3 der Kontrollratsdirektive werden verurteilt. Die Angeklagten Fischer, Karl-Heinz zu lebenslänglichem Zuchthaus. Wir waren 12 Hauptangeklagte und 3 davon bekamen lebenslänglich, 3 bekamen 15 Jahre, dazu zählte ich. Graul Elisabeth zu 15 Jahren Zuchthaus. Ostermuth Gudrun zu 15 Jahren Zuchthaus. Kruggel Otto zu 15 Jahren Zuchthaus. 3 bekamen 12 Jahre und 3 10. Es war eine säuberliche Aufteilung. Das gibt 186 Jahre Strafe, wenn ich das lebenslänglich zu 25 rechne. Mehr als in der Weimarer Republik überhaupt insgesamt an politischen Strafen verhängt wurden. Das in einem Prozess. Die Prozesse waren angelegt, es war der Gedanke, die Öffentlichkeit zu erziehen. Sie waren Instrumente der politischen Propaganda. In so einem Prozess wie hier, wo es um den BDJ ging, da ging es sicher um den Nachweis, dass das, was sich in der DDR an Widerstand zeigte, kein originäres Produkt einer inneren Entwicklung der DDR sei, sondern Widerstand in der DDR von außen in die DDR hinein getragen worden sei. Am übernächsten Tag, dem 22. Februar, gehen wir auf Transport. Es ist Frost draußen und der Wagen ist eiskalt. Der harte Sitz, die beklemmende Enge, außer den Zehen kann man nichts bewegen. Wir wurden dann wegtransportiert. Niemand wusste, wohin es geht. Ja, wir kamen dann in den sogenannten Strafvollzug. So fuhren wir dann in diesem eisigen Palast von Berlin-Hohenschönhausen nach Hoheneck im Erzgebirge. Das war das Frauenzuchthaus der DDR. Also habe ich 10 Jahre und 7 Monate abgesessen. Nach dem Ende der Haftzeit. Elisabeth Graul bleibt in der DDR. Die Ausreise in die Bundesrepublik wird ihr verwehrt. Freunde und Bekannte helfen ihr, in Magdeburg eine neue Existenz aufzubauen.
13 Jahre Arbeit am Puppentheater, danach eine Lehrertätigkeit an der Musikschule. Und immer wieder die Angst, sie holen dich wieder. Das gehört so mit zu diesen Albtraumvorstellungen. Ich hatte ja meine Strafe abgesessen und trotzdem kam in den Träumen immer wieder die Angst. Sie hatten mich wieder inhaftiert und ich wusste nicht, wie lange. Ein Psychiater sagte mir, wenn Sie das durchgemacht haben und keinen seelischen Schaden davongetragen haben, dann haben Sie den Beweis, dass Sie keine Seele haben. Ich habe eine. Ich bin krank an der Lüge, dass sich dies alles ändern wird, soll, kann, weil es so nicht sein kann, weil es so nicht sein darf, laut Marx und Engels und Lenin. Diese sind lange tot. Wir aber müssen leben. Wenn man die Entwicklung der letzten 10 Jahre misst, an den ersten 10 Jahren der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik, dann ist nach 90 weitaus mehr getan worden, als in der Zeit, in der es darum gegangen wäre, etwa mit Nazi-Rüsten abzurechnen. Wenn man diesen Maßstab nicht anlegt, sondern das Leid und die Erwartungen der Opfer, dann ist sehr wenig getan. Es sind unzählige Justizfunktionäre, Richter, Staatsanwälte, die sich haben missbrauchen lassen, für politische Zwecke davongekommen, sind nicht angeklagt worden oder sind mit so geringen Strafmaßen bedacht worden, dass ich schon die Enttäuschung vieler Opfer verstehen kann. Kurz nach dem Ende der Deutschen Demokratischen Republik. Eine ihrer Musikschülerinnen bittet Elisabeth Graul, die jahrelang verschwiegenen Erinnerungen an die Haftzeit niederzuschreiben. Man wird das Erlebte nicht mehr los. Es lauert sprungbereit im Inneren aller Empfindungen. Ich bin absolut zur Vergebung bereit, wenn ein Schuldbekenntnis vorliegt. Aber ich habe noch nicht erlebt, dass es irgendwelche Täter gibt. Aber ohne Schuldeingeständnis, was soll ich denn den Nichttätern vergeben? Am 5. Juli 1991 beschließt die 50. Strafkammer des Landgerichts Berlin nach Anhörung der Staatsanwaltschaft das Urteil des obersten Gerichtes der Deutschen Demokratischen Republik vom 20. Februar 1952 aufzuheben. Für 3 Betroffene dieses Prozesses kommt dies zu spät. Sie sind nicht mehr am Leben. Der Sonnenball brennt rot am Horizont und taucht in Glut, was immer ich empfinde. In Flammen steht der Wolken wilde Front, ein Feuer hinter schwarzem Astgewinde. Wo alles müde sich zur Ruhe neigt, will ich nicht Wasser, Luft und Erde kennen. Ich bin der Baum nicht, der dort träumend schweigt. Ich brenne und ich werde immer brennen.